von Eingriffen ins Klima bis zu Börsengeschäften mit Wetterderivaten. Jeder von uns hat schon einmal diese weißen Streifen am Himmel bemerkt, die für gewöhnlich innerhalb weniger Minuten verschwinden. Es gibt jedoch auch Flugzeuge, die zudem in großer Höhe fliegen, deren Streifen für lange Zeit bestehen, und zwar für viele Stunden. Oftmals breiten sie sich aus, bis sie den gesamten Himmel überziehen, wie ein Gewebe. Das hat in vielen Menschen Besorgnis erregt. Sie fragen sich nun, was sind das für weiße Streifen? Warum halten sie sich so lange am Himmel? Warum breiten sie sich aus? Was geht da vor sich, verglichen mit den anderen Flugzeugen, die diese Besonderheiten nicht zeigen? Die Erklärung, die von verschiedenen offiziellen Stellen verbreitet wird, ohne dass sie sich selbst damit identifizieren oder auf verantwortliche Weise erklären, wobei sie dabei Bezug nehmen, lautet: Es geschehe zum Wohle der Menschheit, um die Temperatur des Planeten zu beeinflussen, dem Treibhausphänomen entgegenzuwirken und damit einen Klimawandel großen Ausmaßes zu verhindern. Sie machen die Menschen glauben, dass der Ausstoß dieser Flugzeuge, der Partikel von Aluminium, Barium und anderen Metallen enthält, welche die Sonneneinstrahlung reflektieren, blockieren und davon abhalten, den Erdboden zu erreichen, damit durch das verminderte Sonnenlicht weniger Wärme erzeugt wird. Auf diese Weise will man das Treibhausphänomen in den Griff bekommen. Auf den schlichten Einwand, dass es sich bei Aluminium und Barium um giftige Substanzen handelt, welche sowohl die Gewässer wie auch die Nahrungskette belasten, erhält man die Antwort, dass man darum bereits Substanzen, sogenannte Polymere, entwickelt habe, die durch eine Art Maschenwerk dafür sorgen, dass die Partikel länger in der Atmosphäre verweilen. Wie auch immer, an einem bestimmten Punkt werden aber auch sie zur Erde sinken und damit Wasserkreislauf und Nahrungskette verschmutzen. Sichtbar wird es an den vielen Menschen, die Symptome wie Kopfschmerz und Schwindel aufweisen und auch andere Auswirkungen beschreiben, wobei wir nicht wissen, welche Chemikalien höchstwahrscheinlich noch in den Chemtrails enthalten sind. Gleichzeitig existiert in Gurkona, Alaska, ein Programm, das in Zusammenarbeit mit der US Navy, Air Force und diversen amerikanischen Universitäten, darunter auch die University of Alaska, durchgeführt wird. Es ist das HAARP-Programm, das sowohl auf der Webseite des Pentagon wie auch auf der Webseite des Programms selber als ein Hilfsmittel zur Telekommunikation mit U-Booten in den Tiefen der Ozeane oder mit Menschen in Bunkern tief unter dem Erdboden oder in Bergen und so weiter beschrieben wird. Es wird diese Strahlung faktisch sehr hoch in die Atmosphäre hinaufgesendet, wo sie auf die oberste Schicht, die Ionosphäre, einwirkt. Daraufhin gelangt ein Sturm jener geladenen Teilchen, die sich für gewöhnlich in der Ionosphäre befinden, hinunter zur Erde, wo sie einen Stromausfall verursachen können. So kann man das Funktionieren sämtlicher elektronischer Apparate verhindern, egal ob es sich dabei um Flugzeuge, Züge, Schiffe, Computer oder Fabriken handelt. Sie erleiden automatisch einen Stromausfall und gehen aus. Da nun diese Form der Strahlung von Alaska aus transportiert werden muss, wo die Ionosphärenstrahlung quasi importiert wird, um dann an jenem Ort auf dem Planeten gesendet werden soll, an dem der mutmaßliche Blackout vorgesehen ist, sei es nun Thessaloniki, Bagdad oder irgendein anderer Ort der Welt, benötigt man diese Chemtrails als Übertragungsmedium der Strahlung von einem Teil des Planeten zum anderen. Das ist die Grundlage für die Behauptung vieler, dass solche Waffen, die die Funktionen elektrischer Anwendungen neutralisieren, die nächste Generation von Massenvernichtungsmitteln und auch gleichzeitig Waffen der Klimamanipulation darstellen. Wenn beschlossen wird, einen verheerenden Sturm mehrere Monate in einem bestimmten Land toben zu lassen, wird das betroffene Land dadurch automatisch zur Kapitulation gezwungen sein.
Das Gleiche erreicht man durch die Verhängung einer Dürreperiode. Das alles ist Teil eines bedeutenden neuen Wissenschaftsgebietes, das erst in den vergangenen Jahren publik wurde und als Geoengineering bezeichnet wird. Es dient unter anderem dem Zweck, das Klima des Planeten selektiv zu verändern, mit dem Schwerpunkt auf besonders ausgewählte Orte. Genau dagegen richten sich nun unsere Bedenken und unser Handeln, nämlich diese Experimente und Theorien, die zur Erdumformung entwickelt werden. Abschließend möchte ich jenen Menschen, die behaupten, wir lebten in Wolkenkuckucksland und seien Tagträumer und dass unsere Äußerungen der Wahrheit entbehren, entgegenhalten, dass während der letzten UN-Konferenz zur Artenvielfalt im Oktober 2010 in Nagoya, Japan, angemerkt wurde, und zwar zweifelsfrei und kategorisch mit Verabschiedung einer Resolution darüber, dass die Experimente zur Beeinflussung der Sonneneinstrahlung, mit anderen Worten die Manipulation des Klimas, für einige Jahre auszusetzen seien. Anders ausgedrückt, es wurde ein Moratorium darüber vereinbart, keine weiteren Experimente wie das Versprühen von Chemikalien durch Flugzeuge oder ähnliche Versuche der Klimaveränderung für die folgenden 5 Jahre zu erlauben. Unter den Ländern, die für diesen Entschluss votierten, waren Griechenland und Zypern. Nun warten wir darauf, dass unser Land Griechenland, das ja für diesen Entschluss gestimmt hat, ihn auch umsetzt. Unglücklicherweise haben wir trotz unserer Anstrengungen zu den Besuche bei den für das betreffende Thema zuständigen Parlamentariern und Ministern gehörten, anders gesagt, also der Umsetzung der Entscheidung des griechischen Parlaments, für die sie selbst ja gestimmt haben, bis zum heutigen Tag absolut keine Antwort erhalten. Katastrophen dienen der internationalen Wirtschaft heutzutage als fundamentales Investitionswerkzeug. Ein charakteristisches Beispiel dafür war diese Äußerung der US-Außenministerin Condoleezza Rice angesichts des verheerenden Tsunamis in Indonesien mit Hunderttausenden von Opfern. Dieses Unglück wird einen Anteil von 0,8% zum Wachstum des US-Bruttosozialproduktes beisteuern. So sah also der Kapitalrückfluss für 200.000–250.000 Opfer aus. Das Gleiche passiert überall. Wenn man Wachstum nach den Kriterien der Kapitalmärkte beurteilt, ermöglicht der Zugriff auf solche Instrumente wie Geoengineering, Klimawandel und all diese Dinge, die ihnen zur Verfügung stehen, um damit zu spekulieren und wirklich vorauszuplanen, nichts anderes als spekulative Spielereien auf dem Derivatemarkt. Sie werden damit weitere Werkzeuge der Kapitalmärkte. Welche Möglichkeiten erschließen sich da dem heutigen Kapitalmarkt, das heißt dem Umfang des heutigen Kapitalmarkts? Selbstverständlich wünscht niemand eine Schrumpfung des Kapitalmarkts. Also möchte auch niemand Eingriffe von Seiten des Staates in den Kapitalmarkt sehen, die einen Abschwung bewirken können. Früher oder später sind die Kapitalmärkte gezwungen, immer weiter zu expandieren, weil es dabei die Eigenschaft dieser Märkte ist, dass Kapital wiederum in Kapital investiert wird, in Form von Wertpapieren, die gleichzeitig Gewinn abwerfen, ohne dabei mit der Realwirtschaft in Berührung zu kommen, ohne überhaupt jemals den gesamten Kreislauf tatsächlicher Wirtschaft zu durchlaufen. Um diese Art des Kapitalmarkts noch weiter zu expandieren, wird man also früher oder später dazu übergehen, solche Werkzeuge wie Geoengineering oder was moderne Technologie sonst noch ermöglicht, auch anzuwenden, um Naturkatastrophen ähnliche Vorkommnisse auszuweiten oder sie kontrolliert anzuwenden. Es ist nur folgerichtig, dass einige Leute, sobald die Möglichkeit besteht, Naturkatastrophen mittels Geoengineering zu programmieren, daraus Profit schlagen werden. Nicht zuletzt durch das, was als Vermarktung von Naturkatastrophen bezeichnet wird. Wettermanipulation führt damit zu einer Vielfalt von Börseninvestitionen. Eine Wetterbörse einzurichten ist nichts Unrealistisches. So wurde in den 80er Jahren, als ich noch Student war, der Handel mit Emissionen diskutiert, also der Handel verschiedener Länder mit Umweltverschmutzung. Es wurde damals von einigen Leuten als eine theoretische Möglichkeit vorgeschlagen. Heute ist das in vielen Ländern der Welt gang und gäbe. Damals erschien es wie Fantasterei.
Das verrückte Hirngespinst von Spekulanten mit Umweltverschmutzung Handel zwischen verschiedenen Ländern treiben zu können, also der internationale Transfer von Verschmutzungsrechten. Heutzutage ist es weitgehend Realität. Wir müssen es daher heute diskutieren, da bereits Studien über die Anwendung von Finanzmarktinstrumenten auf das Wetter existieren. Also, auf die Risikofaktoren in Bezug auf Wetterphänomene, wo hohe Risiken bestehen, um die Möglichkeit zu haben, diese in Form von Wertpapieren zwischen Ländern und Märkten zu handeln. Das geschieht bereits. Wie wird man das darstellen? Sie werden hergehen und sagen, ihr habt doch ein hohes Dürrerisiko, warum kauft ihr nicht Erstattungsrechte, spezielle Obligationspapiere, die ihr dann auf den Finanzmärkten veräußern könnt, um dann von einer anderen Partei mit einem sehr niedrigen Dürreindex Entschädigungen zu erhalten. Dies wird uns praktisch in ein Spiel mit Börsenspekulationen um das Wetter treiben und jenen Technologien Vorschub leisten, die sich faktisch bereits sehr schnell entwickeln, und zwar völlig unabhängig von militärischen Systemen, Waffen und Instrumenten von Krieg und Nötigung, als Mittel der Einflussnahme, wie es offiziell von den Märkten beschrieben wird. Wayne Hall. In den 1990er Jahren traten die Themen Hub und Chemtrails erstmals in den Vordergrund. Nick Begich, ein Forscher aus Alaska, war der Erste, der Hub zum Gesprächsgegenstand machte. Er kam nach Europa im Jahr 1998, wo er vor dem Europäischen Parlament eine Rede hielt. Man beschloss dort jedoch, die Sache nicht weiter zu verfolgen, da die Europäische Kommission die Ansicht vertrat, dass dieses Thema außerhalb ihrer Kompetenzen läge, da es sich um eine Verteidigungsangelegenheit handele. Doch von jenem Zeitpunkt an wurden sich schrittweise immer mehr Menschen bewusst, dass es um eine ernste Sache ging und begannen zu handeln, vor allem in den USA und später auch in Europa. Um die Jahre 2003-2004 leistete Gabriel Stetter aus der Schweiz wertvolle Informationsarbeit. Der Österreicher Christian Hader verfasste ein Buch zu diesem Thema auf deutscher Sprache. William Thomas, ein kanadischer Rechercheur, drehte einen Film, der sehr bekannt wurde und Menschen mit diesem Thema vertraut machte. Ένας ερευνητής στο Καναδά, ο William Thomas, έκανε ταινία που έγινε πολύ γνωστό και έκανε γνωστό το θέμα. Nach dem Erdbeben von Haiti begann die österreichische Professorin Claudia von Werlhoff, Fragen in Bezug zu Hab in den öffentlichen Medien zu stellen, und löste damit einen Skandal aus, der darin gipfelte, dass ihr mit dem Verlust ihrer Universitätsposition gedroht wurde. Es gab daraufhin eine Kampagne zu ihrer Verteidigung, die sie durch die gewaltige Mobilisation ihrer Kontakte für sich entschied. Wir waren ein Teil davon. In jenem Jahr 2011 hörten wir in Österreich durch die serbische Journalistin Maria Kern von Nikola Aleksic und wir beschlossen, auch seine Kampagne zu unterstützen. Eine sehr wichtige in Serbien. Schaut hinauf zum Himmel, Bürger Serbiens. Ihr könnt es selber sehen. Seht die Giftstreifen, die jeden Tag von ungekennzeichneten Flugzeugen ausgestoßen werden. Von dem Moment, als die Regierung die sogenannte Partnerschaft für den Frieden unterzeichnete, wurde der Himmel mit Gift aus diesen illegalen Flugzeugen vollgepumpt, die uns täglich wie Insekten behandeln und nicht wie menschliche Wesen. Aleksic aus Serbien ist ein echter Kämpfer, der bereits eine große Kampagne gegen genetisch modifizierte Organismen und Nahrungsmittel begonnen hatte und sich auch mit großem Streitwillen mit den Themen in Bezug auf die Chemtrails beschäftigt hat. Er verbreitete Informationen zu dieser Sache und erhöhte die Bewusstheit der Serben darüber. Wegen seiner Ansichten über Chemtrails und genetische Modifikation fand er sich in einer schwierigen Lage wieder, als er von der serbischen Obrigkeit festgenommen wurde, welche versuchte, ihn wegen seiner Ansichten zu erpressen und einzuschüchtern. Aleksic fährt jedoch weiter fort in seinem Kampf gegen die Chemtrails und die Gefahren, die sie mit sich bringen,
sowohl für die Menschen Serbiens wie auch im Rest der Welt und gegen den angestrebten Klimawandel durch Geoengineering-Programme. Soldaten, Verteidiger des serbischen Himmels, wartet nicht auf die dubiosen Befehle der politischen Führung, denn sie werden erst Handlungsbefehle erteilen, wenn wir nicht länger existieren. Ich, Nikola Aleksic, fordere den serbischen Staatsanwalt auf, endlich seine Pflicht nachzukommen, da ich ihn sonst als mitschuldig am Verrat am serbischen Volk und dessen Vergiftung ansehe. Meiner Ansicht nach ist es wichtig und hoffnungsvoll, dass die Bürgerinitiative IPAM, Vereinigte Volksfront, beschlossen hat, Claudia von Werlhoff und Nikola Aleksic als Ehrenmitglieder aufzunehmen. In Griechenland wurde das Thema Chemtrails und Haab im Jahre 2003 durch einen Artikel in der Zeitung Ethnos am Sonntag bekannt, welcher zu Reaktionen auf der Insel Aegina führte, wo ich wohne. Es wurde eine öffentliche Versammlung abgehalten, auf der Herr Katsaros einen Vortrag hielt, sowie eine Vorführung des Films von William Thomas gegeben wurde. Anschließend wurde die Webseite Anoalios ins Leben gerufen und diese Initiative begann sich auch in andere Städte auszubreiten, wie Kiato und Volos, wo sich eine sehr bedeutende örtliche Bewegung gründete. Die nächste Phase begann nach dem Gipfel in Kopenhagen, als bestimmte Universitätsangehörige damit begannen, sich auf eine andere, eher konventionelle Weise mit dem Thema Geoengineering zu befassen, ohne dabei in die Debatte um die Chemtrails einzusteigen, sondern es vielmehr als eine theoretische Diskussion wieder die Vorschläge zum Geoengineering behandelten. Dies ermöglichte uns wiederum eine neue, etwas konservativere Herangehensweise, was sowohl die Größe unseres Publikums verstärkte, als auch die Glaubwürdigkeit unserer Einwände. Ich halte es für sehr bedeutsam, dass Umweltschützer und Greenpeace und ähnliche Organisationen, von denen wir geglaubt hätten, dass sie diese Dinge an die Öffentlichkeit bringen würden, das genau nicht getan haben. Nachdem die Diskussionen darum schon angelaufen waren, begannen sie auch ein wenig mitzumachen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Es ist eigenartig und bemerkenswert, dass von allen Umweltschutzparteien der Welt die Grünen Zyperns die einzigen sind, die sich auf Führungsebene mit dem Thema Chemtrails und Haab befassen. Ein bedeutendes Problem des Chemtrail-Aktivismus besteht darin, dass die Menschen, die ihn durchführen, anschließend als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden. Es gibt keine Zusammenarbeit mit den Linken oder den Grünen. Daher bringt die kürzlich von Herrn Katsakis begonnene Diskussion um Wetterderivate ein neues Element in die Debatte ein. Die Rolle von Börsenspekulationen im Wettergeschehen. Zum ersten Mal sehen wir eine Verbindung zwischen den Interessen der Linken und denen der Chemtrail-Gegner. Ich glaube und hoffe, dass dies nun der Beginn einer systematischen Zusammenarbeit darstellt. Wir beschlossen in Kyoto diese Veranstaltung zu organisieren und die Menschen mit Informationen zu Chemtrails, also dem Ausbringen von Chemikalien durch Flugzeuge, zu versorgen. Das ist nun schon ein paar Jahre her und ich kann seither sehen, dass die Menschen Bescheid wissen. Viele Leute wissen nun, worum es sich bei diesem Phänomen handelt, aber sie fühlen sich unfähig, etwas dagegen zu unternehmen und wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Was wir lernen sollten zu verstehen, ist, wie man diese für Stunden dauerhaften Wolkengebilde am Himmel richtig einordnen kann. Sie zeigen unterschiedliche Erscheinungsbilder. Sie haben beispielsweise herabhängende Enden, als ob sie irgendwie gezogen würden. Das Thema Haab ist nicht sehr bekannt,
Jedenfalls, soweit ich das aus meinen Gesprächen mit den Menschen erkennen kann. Was jedoch sehr wohl bekannt ist, ist das gezielte Versprühen durch Flugzeuge. Die Wolken, die das hervorruft, und die Metalle, die im Aerosol enthalten sind. Wie ist es möglich, dass ein Himmel, der sonnig beginnt, nach einer bestimmten Zeit, in der er durchflogen wurde, sich zuzieht und bedeckt wird? Dieses Geschehen, dass der Streifen eines Flugzeuges sich nicht auflöst, sondern über Stunden verharrt und sich zu Wolkenfeldern ausbreitet, ist ein Phänomen der letzten 10 Jahre. Normalerweise wird im Sommer nicht gesprüht. Die Zeit des Jahres, wo es augenfällig wird, dass sie wieder zu sprühen beginnen, ist Anfang September. Die Information kam vom Internet, aus Zeitschriften, von Diskussionen und Veranstaltungen. In Volos, wo Griechenlands größte Konferenz gegen Chemtrails stattfand, wurde ein sehr interessantes Video gezeigt, das auf einem Flug von Athen nach London aufgenommen wurde und die Rolle von Passagierflugzeugen in der Chemtrail-Frage illustriert, in der Ausbringung der Chemtrails. Einige Passagierflugzeuge stoßen Partikel in die Atmosphäre aus. Wir wissen nicht, ob es in jedem Fall dem Treibstoff beigemengt wird. In einigen Fällen scheint es sich nicht so zu verhalten, weil wir Flugzeuge mit speziellen Einbauten gesehen haben, die auch ohne Verbindung zu den Flugzeugmotoren Partikel ausbringen. Dieses Thema verdient eine breitere Auseinandersetzung, speziell auch durch die Flugreisenden, die in aller Welt kommerzielle Passagierflugzeuge nutzen. Ich denke, dass sie gerne darüber informiert wären, ob sie an solchen Aktivitäten beteiligt werden. Es muss Gelder geben, die jene Fluglinien erhalten, die bei diesem Programm mitmachen. Wirtschaftliche Anreize sind die einzige Motivation, die ich mir dabei vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass sie es aus irgendeinem anderen Grund tun würden. Entwickelt wurden diese Programme in den Labors der Verteidigungsindustrien und der NASA, aber seither ist viel Zeit vergangen und immer mehr private Körperschaften beteiligen sich daran. Έχει περάσει αρκετός χρόνος και συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι ιδιωτικοί φορείς. Die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche fertigte freundlicherweise Esther Damm aus Berlin an. Au petit avion blanc, dans mon ventre en ciel bleu, la seule traîne blanche qui vole et qui colle. Des tonnes de fumée, pêle-mêle et le lune, qui s'étendent partout comme des banderoles. Regarde le ciel, papa, maman, regarde le bien, c'est trop étrange. Regardez le ciel, car on nous ment, non, ce n'est pas un cadeau des anges. Avion blanc, dans le beau grand ciel bleu, de Paris, Montréal, Mexico, Barcelone. Un cocktail de chimie qui tue à petit feu, bienheureuses et celles qui l'alarme sonne. Regarde le ciel, papa, maman, regarde-le bien, c'est trop divine.